Herzlich willkommen bei Gruppen zu Gast. Heute bei uns zu Gast ist der internationale Landvolkdienst, der ein mehrjähriges Genfood-Projekt auf die Beine gestellt hat. Und in diesem Projekt ging und geht es um die Frage, welche positiven oder auch negativen Auswirkungen die Gentechnik für die Bauern weltweit hat. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Birgit Schippers. Vor 10 Jahren, im Jahre 1996, begann der Anbau gentechnisch veränderter Soja in den USA. Und schon 2 Jahre später begann sich der internationale Landvolkdienst mit dem Thema Gentechnologie in der Landwirtschaft zu beschäftigen. Am Ende der Diskussionen stand das von der Europäischen Union geförderte Genfood-Projekt, das von dem katholischen internationalen Landvolkdienst und mehreren Partnern zusammen organisiert wurde. Im Studio begrüße ich herzlich Luther Kleipers, er ist Geschäftsführer des internationalen Landvolkdienstes, Hans-Peter Ollich, er ist Vorstandsmitglied und hat die lokalen Debatten, die im Rahmen dieses Projektes auch geführt wurden, koordiniert. Und im Studio ist auch Antonio Inácio Andrioli, er ist Brasilianer, setzt sich für die Kleinbauern seines Landes ein und arbeitet zurzeit an seiner Dissertation an der Uni Osnabrück zum Thema, ganz passend, Gensoja in Brasilien. Herzlich willkommen. Herr Kleipers, wie kam es denn, dass der internationale katholische Landvolkdienst schon so früh auf das Thema Gentechnik in der Landwirtschaft aufmerksam wurde? Der internationale Landvolkdienst ist ja die Entwicklungsorganisation der katholischen Landvolkbewegung. Und katholische Landvolkbewegung, in Abkürzung KLB, beschäftigt sich mit agrarpolitischen, agrarsozialen, landpastoralen und internationalen Fragestellungen auch und versucht, Diskussionen durchzuführen zu aktuellen Themen. Und die versuchen wir so gut wie möglich mit Fachleuten auch zu bestücken. Und es gibt eine Kooperation mit Rückkehrern, die in Entwicklungsprojekten gearbeitet haben, allesamt in Agrarprojekten mit der Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe. Und es gibt dort einen Facharbeitskreis und an diesen Facharbeitskreis ist vor eben 10 Jahren die Frage herangetragen worden, wie steht ihr eigentlich zur grünen Gentechnik? Also nach der ersten Zulassung von Pflanzen in den USA. Dann haben wir gesagt, wissen wir nicht genau, wir müssen uns da erstmal selber sachkundig machen und haben mit verschiedenen Organisationen, auch hier in Deutschland, wie Miserior, Evangelischer Entwicklungsdienst und so weiter, Hearings durchgeführt, mit der Prämisse allerdings, auch Leute einzuladen, also nicht über Leute zu reden, sondern Leute, die betroffen sind, vor allen Dingen im Süden einzuladen und ihre Meinung wirklich in unserer Reflexion zu berücksichtigen. Weil wir sind immer wieder auf die Frage gestoßen, ja, kann denn die grüne Gentechnik eine Technologie sein, um den Hunger in der Welt zu bekämpfen? Und es gab einige Firmen, die haben das behauptet. Und da waren wir etwas skeptisch und haben gesagt, naja, also da sollten wir mal versuchen, da jetzt dann Fachleute mal zu befragen, wie sie das sehen. Und dann haben wir Hearings durchgeführt, internationale Tagungen. Und das Ganze spielte sich also bis Ende 2001 etwa auf einem relativ hohen Niveau ab. Und nachdem es also relativ kompliziert geworden ist, haben wir gesagt, wir müssten eigentlich die Debatte dann auch in Deutschland führen. Warum kompliziert? Deshalb kompliziert, weil wir uns sehr stark auf technologische Fragestellungen und am Ende auch über ethische Fragestellungen auseinandergesetzt haben. Und wir also festgestellt haben, dass also die Meinungen dermaßen konträr waren, dass man nicht zueinander fand. Und wir haben also versucht, das möglichst einfach darzustellen und haben eben über Publikationen, über verschiedene Debatten Leute versucht zusammenzubringen und irgendwo auch Positionen zu entwickeln. Ja, und auch einfach auch Wissen anzuhäufen. Wir haben, genau deshalb haben wir also mit verschiedenen Institutionen uns verständigt, die also auch in der Lage sind, die auch die Erfahrung haben. Ja, also die Information, die sehr vielfältig ist. Es gibt also, wenn Sie im Internet schauen, ne, also ganz viel Informationen darüber. Also diese zu sammeln und auch auszuwerten und zu schauen, also welche Information ist uns denn wirklich zweckdienlich, um eine vernünftige Diskussion darüber zu führen.
Deshalb haben wir zum Beispiel auch mit der Akademie Klausenhof zusammengearbeitet, die also da in diesem Bereich sehr viel Erfahrung hat, wo wir also dann die wissenschaftliche Beratung auch in Anspruch nehmen konnten. Genauso haben wir mit Wissenschaftlern und mit der Industrie versucht, im Dialog zu bleiben, um deren Erfahrungen mit einfließen zu lassen, und sind da auch sehr froh, da also auf offene Ohren gestoßen zu sein, weil es gab insgesamt einen großen Bedarf von allen Seiten, die gesagt haben, also wir merken, dass es da einen großen Konflikt gibt, und da wollen wir versuchen, irgendwie eine Lösung herbeizuführen. Ja, und wie komplex und auch kompliziert die Fragestellung ist, ist auch ein Teil der Aufgabe dieser Sendung, dieses Bewusstsein zu schaffen, worum geht es denn? Was hat Sie so im positiven Sinne eben auch so viele Jahre gequält, auch in den Debatten durchzublicken, durch diesen Dschungel an Technologien und ethischen Fragestellungen? Mhm. Es gibt jemanden hier bei uns, nämlich den Herrn Andrioli, der ja so die Landwirtschaft jetzt gerade im Süden, wie Sie sagen, gut kennt, als Brasilianer aufgewachsen, auch in einem kleinen Ort. Kennt die Landwirtschaft sozusagen von der Pike auf, und darüber sprechen wir gleich mit Ihnen. Technik mit der Landwirtschaft. Das ist nicht nur eine Frage in Europa, sondern ganz besonders in den südlichen Ländern auf dem Globus. Und gerade Brasilien, sehr stark landwirtschaftlich geprägt, muss ich ja dieser Frage auch stellen. Natürlich erst in den letzten Jahren. Sie sind aber schon vor einigen Jahren groß geworden in Brasilien, Herr Andrioli. In der Landwirtschaft haben Sie kennengelernt. Wie war denn so die traditionelle Landwirtschaft? Vielen Dank für die Einladung, hier beim Domradio über dieses Thema zu sprechen, das eigentlich meine ganze Geschichte auch prägt. Ich bin da als Bauernsohn in einer Gegend aufgewachsen, wo in Brasilien die Sojaproduktion eingeführt wurde und wo heute zur Zeit Gensoja geschmuggelt wird über die Grenze aus Argentinien. Ich habe in dieser Region auch als Agrarberater gearbeitet und habe das Thema auch zu meiner Doktorarbeit gewählt, wo ich eigentlich zwei Arten von Sojaproduktion vergleiche, nämlich die Biosoja und die Gensoja. Biosoja ist das, was Sie wahrscheinlich noch als Kind kennengelernt haben, dass man mit ganz natürlichen Mitteln Soja anbaut, oder es ist schon dieses ökologische Biosoja? Ja, das mit der Biosoja ist erst danach gekommen, als die Gensoja da war, als Widerstand der Bauern, weil sie ja bedroht waren von der Genübertragung und auch von den ganzen Wahrscheinlichkeiten, dass sie gezwungen werden, ihre herkömmliche Produktion, die ich kennengelernt habe, ich nenne sie herkömmliche, weil sie vorher mit eigenem Saatgut entwickelt war und auch ausschließlich mit dem Einsatz von Düngemitteln, später mit Pestiziden, ganz später erst mit Herbiziden, das ist die ganz neue Geschichte. Diese Art Landwirtschaft habe ich kennengelernt, aber ich muss sagen, eine andere Art Landwirtschaft gab es in Brasilien vor den 50er Jahren. Die habe ich nicht erlebt. Das war eine Landwirtschaft, die sehr stark auf Subsistenz basiert war. Und auch, man könnte sagen, viele Bauern hatten da eine Nahrungssouveränität. Das wird diesen Bauern heute verhindert, also sie können sich heute in dieser Gegend nicht mehr selbst ernähren. Jetzt sagten Sie so, ja, ich war Agrarberater, was bedeutete das? Ja, damals hatten wir eine Ausbildung, die ich, so wie José Lutzenberger es ganz klug bezeichnet hat, eine Ausbildung als Giftverkäufer. Man geht zu den Bauern und bietet denen die sogenannten Betriebsmittel an. Und Teilen davon sind ja auch der Lohn vom Agrarberater. Ich nenne das nicht mehr Agrarberatung, weil ein Agrarberater nach meiner Ansicht den Bauern Alternativen anbieten sollte. Und nicht nur anbieten sollte, sondern er sollte mit den Bauern Alternativen entwickeln, damit sie auch ihr traditionelles Wissen reinbringen können und daraus eine andere, nachhaltigere, sage ich mal, ökologischere oder sage ich mal, eine bessere Art von Landwirtschaft entwickeln können. Das hatte ich leider damals nicht. Ich bin später zu dieser Fragestellung gekommen und habe wieder entdeckt, dass Technik auch zur Abhängigkeit führen kann. Dass Technik, wie Habermas es in Deutschland mal geschrieben hat, als Mittel von Herrschaft sein kann, zur Ideologie werden kann. Und das ist eigentlich, was ich bei der Frage der Gensoja ganz klar sehe. Es geht nicht um Alternative für die Kleinbauern, sondern es geht um eine neue Art von Abhängigkeit, die wir noch nie gesehen haben. Eine Abhängigkeit, die darüber entscheidet, was, für wen und wo produziert wird.
Und wie diese Technologie funktioniert und warum sie so machtvoll ist, darüber sprechen wir nach der Nachricht. Technik in der Landwirtschaft, ist das gut oder schlecht? Das fragt der Internationale Landvolkdienst in seinem Genfood-Projekt. Und Sie, Herr Andrioli, Sie sind an sich ja Agrartechniker, auch Philosoph, auch Brasilianer. Und Sie haben sich dazu, ja doch dahin zu einem Kritiker der Gentechnologie in der Landwirtschaft entwickelt. Wie kommt das? Ja, ich gehe davon aus, dass man nur Wissen entwickeln kann in einer Beziehung zu anderen Menschen und zur Natur. Und in dem Sinne glaube ich, dass man die Widersprüche sehen muss, die auch bei der Technik ganz klar zu sehen sind. Leider gibt es bei den herrschenden Wissenschaftlern, und das sind leider ungefähr 80%, die in diesem Bereich forschen, die von den Agrarkonzernen finanziert werden, die sich auf die Verbreitung von Euphorie eigentlich konzentrieren. So würde ich es bezeichnen. Ich würde das nicht mehr als Wissenschaft bezeichnen, wenn ein eigenes Konzern ein Interesse hat an einer Technik, Menschen im Auftrag bringt, Wissen zu produzieren. Das kann nach meiner Ansicht nur einseitig betrachtet werden. Ich habe in diesem Sinne eine Kritik entwickelt auf meine eigene Erfahrung, weil ich ja sehe, dass es möglich ist, eine andere Art von Landwirtschaft zu haben, die viel besser ist, viel billiger produzieren kann, viel nachhaltiger produzieren kann. Und dafür braucht man keine Gentechnik. Jetzt behaupten ja gerade die großen Unternehmen, die sich in der Gentechnologie engagieren, behaupten ja, nein, es wird jetzt alles billiger. Warum wird es nicht billiger? Ja, die entscheidende Frage ist, wie man das sieht. Es gibt tatsächlich ein paar Vorteile, die kurzfristig sind. Besonders, es gibt ja bei der Gentechnik seit 30 Jahren Versprechungen. Man muss sagen, 95% der Forschung basiert auf herbizidresistenten und insektenresistenten Pflanzen. Diese beiden Pflanzen, die haben zurzeit nicht das Versprechen eingehalten, dass sie ertragreicher sind. Sie haben Vorteile bei der Einsparung von Betriebskosten. Das ist aber kurzfristig, weil jeder Biologe weiß, dass auch eine herbizidresistente Pflanze, die jetzt mit vielen Herbiziden produziert wird, zu einer Resistenzbildung führen kann. Das heißt, diese Unkrautvernichtungsgen, das da eingebaut ist, das wirkt nur eine ganze kurze Zeit. Und was passiert dann? Was heißt Resistenz? Geht zurück bei den anderen Pflanzen? Ja, man geht ja davon aus, und das sind zwei Dogmen, die ich immer widerlegen versuche, dass Gentechnik zielgerichtet ist. Oder dass Gentechnik es geschafft hat, ein eingebrachtes Gen zu isolieren und dass das nur genau eine Wirkung hat. Das ist für mich nicht wissenschaftlich belegt. Man hat heute durch die vorhandene Technik nicht die Möglichkeit zu kontrollieren, wo genau dieses Gen landet. Und man weiß auch nicht die Wirkung, weil man nicht diese Umwelt in Betrachtung zieht und jedes Gen, wie die Gene funktionieren, das ist alles netzwerkig. Und das muss man in Betracht ziehen, wenn man die Folgen einschätzt. Das heißt, es ist ein ganz komplexes Ökosystem, das vielleicht auch gar nicht so interessant ist, genau anzuschauen von den Unternehmen. Unterstellen Sie das? Weil das sehr komplex ist, habe ich mich auch nur auf eine Frage spezialisiert. Ich habe nur die Gensoja untersucht und bei der Pflanze stelle ich fest, es gibt keine Sojasorte auf der Welt, die genmodifiziert ist, die ertragreicher ist als eine herkömmliche. Und das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was weltweit immer berichtet wird. Diese Pflanzen, die gentechnisch modifiziert wurden, die haben einen Verlust von 5-10% am Ertrag, weil diese Pflanzen ihre Energie auf die Herbizidresistenz konzentrieren. Muss man nochmal eine andere Wirkung dazu bringen, wenn man Herbizid, ein einziges Herbizid da drauf spritzt, Roundup, da hat man es schon in den 80er Jahren erkannt, dass die Knöllchenbakterien an der Pflanze, an der Soja, zerstört werden. Das hat einen direkten Einfluss auf den Ertrag. Also wenn man das gesamte Bild der Gensoja betrachtet, dann muss man sagen, langfristig führt es zu höheren Betriebskosten, es hat keine höheren Erträge bisher, es führt zu einer größeren Abhängigkeit, weil die Bauern gezwungen sind, Lizenzgebühren für diese Sorten zu zahlen. Wieso? Es ist ein Abkommen der WTO gewesen, das TRIPS-Abkommen über Welthandelskonzession, diese geistige Rechte, über
Technik, dass ein Konzern fast auf der Welt, Monsanto bei der Frage Gensoja, weltweit Lizenzgebühren kassieren kann, wenn die Bauern diese Technik verwenden. Auch wenn sie gar nicht diese Sorten von Monsanto gekauft haben, sondern eingeschmuggelt haben, haben sie eine Strafe zu zahlen auf die Produktion, die nicht wenig ist, 2%. Das ist in Brasilien mehr als alles, was die Landesregierung in meinem Bundesstaat in Landwirtschaft investiert hat. Also riesige Investitionen in diesem Bereich laufen mit dem Ziel, einen Markt für einen Konzern zu sichern. Das ist meine Schlussfolgerung. Eine riesige Abhängigkeit von Betriebsmitteln. Die Bauern sind auf dem Weltmarkt gezwungen, untereinander zu konkurrieren. Und wenn es um Betriebsmittel geht, dann sind sie mit einem Monopol, mit einer Monopolisierung des Saatguts konfrontiert. Und dieses Saatgut, das Saatgut ist ja Ursprung von der Nahrung, dann kann man auch sagen, dann sind die Konsumenten gezwungen, das zu kaufen, weil es keine andere Auswahl mehr gibt, nachdem eigentlich die ganze Genübertragung und die Gefahren, die es da gibt bei der Bedrohung der biologischen Vielfalt, bisher gar nicht berücksichtigt wurden. Und ich würde sagen, diese Folgen kann man nicht mehr vermeiden.